Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part, zu einem ersten Part, Super Mario Maker 2. Mit dem Zwergenfürst. Ja, so sieht's aus. Habe dieses Spiel geschenkt bekommen. Super Mario Maker 2 hat es bei mir geschenkt. Und ja, tatsächlich hätte ich es mir selbst nicht gekauft. Und dann starten wir erstmal den Spielenmodus. Da hätten wir den Abenteuermodus, Level aus einer Welt und den Speicherbot. Dann beginnen wir doch erstmal mit dem Abenteuermodus und testen den heute mal im ersten Part Super Mario Maker 2 aus. Da haben wir den Baumeister Mario. Ist ein ganzes Stück Arbeit. Aber endlich ist das Schloss fertig. Alles nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Huch, welcher Hallo-Utri hat denn die Reset-Rakete herumliegen lassen? Es war nicht. Ich war es nicht. Diesmal ganz bestimmt nicht. Oha. Der Rosetti-Hund. Oder hieß der so? Ich weiß das nicht. Oh, da tritt der Hund auf den Reset-Knopf. Oh nein! 5, 4, 3, schnell abbrechen. 2, 1. Ja, und alles ist gelöscht. Das ganze Schloss im Hammer. Deshalb mag ich Katzen lieber. Ja, und damit willkommen im Abenteuermodus. Ich weiß nicht, wie sehr ich den jetzt suchten werde. Aber wir wagen uns erstmal hinein. Ich habe schon gesehen, wie der läuft bei anderen Let's Playern. Ich weiß schon, wie ungefähr die Ausmaße dieses Projektes sind. Und mal schauen, ob das regelmäßig wird. Oder ob wir uns hier erstmal auf ein paar Parts begrenzen werden. Ursprünglich wollte ich das Spiel im Online-Modus beginnen und ein paar Level aus aller Welt zocken. Aber da muss ich mich wohl erstmal auf den Abenteuermodus beschränken, da mir zu diesem Zeitpunkt, ich gebe es ehrlich zu, ich habe es irgendwie selbst vermasselt, da mir zu diesem Zeitpunkt eine Switch Online, Nintendo Online Mitgliedschaft fehlt. Der Abenteuermodus hat auch seine Stärken und hat auch seinen Reiz. Dann bauen wir mal das Schloss auf. Unser neues Schloss. Alle sind geknickt, weil das Schloss resettet wurde. Tja, was können wir da wohl noch tun? Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles noch einmal bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Überlass das mir oder ich regle das. Ja. Sehr großartige
Optionen. Aber ich regle das. Du willst neue Münzen für uns sammeln? Das wäre natürlich eine Maßnahme. Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch mal Vorarbeiter Toads. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge schustern, bei denen du Münzen verdienen kannst. Das kann er bestimmt. Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgekriegt, was du mit der Bombenleiterin besprochen hast. Auf einem Ohr, nicht auf beiden. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen haben den Bau von Prinzessin Peach Schloss finanziert. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal den Auftrag von Goomba-Fan an. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht zu viele Fragen, solange die vereinbarten Münzen springen lassen. Es geht abwärts. Schwierigkeitsgrad 1 von 4 Sternen. 100 Münzen gibt es für das Schaffen dieses Levels. Na dann. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp, wenn es bergab geht, bewege L nach unten. Dann haben die Goombas nicht mehr lange zu lachen. Nicht mehr viel zu lachen. Von Goomba-Fan. Auf geht's. Dann zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Jo, so können wir schon offscreen ein bisschen antesten, was es so für Levels gibt, wie sich das Ganze spielt. Und demnächst werde ich mir dann, sehr bald werde ich mir dann, oh ja, nach unten, nach unten. Ja, ich vergaß. Sehr bald werde ich mir dann eine Nintendo Switch, eine Nintendo Online, weiß nicht wie das genau heißt, Mitgliedschaft besorgen. Und dann werden wir auch bald Level aus aller Welt spielen können. Ja, das sei mal gesagt. Heute ein erster Antestpart, um die Mechanik mal zu kapieren, auch hier im Online, im Offline. Abenteuermodus. Joa. Ist doch auch was. So, hier. An das Item will ich rankommen. Das hier sind erstmal vorprogrammierte Level von Nintendo-Mitarbeitern. Also keine von Zuschauern oder Leuten aus aller Welt erstellten Levels. Oh, ich gehe an den Goombas noch drauf. Das gibt's ja fast nicht. Oh wei. Was mache ich denn hier? Ich stelle mich an. Ich stelle mich an wie sonst was. Ja. Und schon das erste Level geschafft. Ja, sieht noch nicht so spitz aus. Aber die Übung wird kommen. Mit ein paar Parts werde ich dann auch die Übung haben und die Levels ein bisschen gekonter abschließen. Um die Münzen geht's ja jetzt hier. Bringt deine gesammelten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Sofort. Bin schon hier. Da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten. Du hast bestimmt schon einen Batzen Geld verdient. Och, sind nur 100 Münzen. Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Ja, wieso das Fundament? Kann ich nicht das Dach als erstes bauen? Gibt's diese Option nicht? Kann ich nicht das Haus von oben anfangen zu bauen? Das wäre doch mal ganz lustig. Nee, wär's nicht. Also fangen wir mit dem Fundament an. Das wäre meine kreative Idee. Kann der Bau beginnen? Nö. Wieso denn auch? Natürlich kann er. Alles klar. An die Arbeit, Leute. Vorarbeiterin Toilette lässt bauen. Die Arbeit am Fundament.
sind damit in Gange. Gino, und kümmere dich um deine Aufträge. Wir liegen hier in dieser Zwischenzeit nicht auf der vollen Haut. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht es hier voran. Es gibt 3 neue Aufträge. Na dann, auf geht's. Ich habe ein paar neue Aufträge für dich, Mario, aber vorher ein kleiner Profitipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah! Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du da zwar nur einmal, aber im Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Sieh dir mal die neuen Aufträge an. Ein Ausschalter, Feldforschung. Ah, die ein Ausschalter. Die können wir uns jetzt mal angucken. Können wir mal gucken, wie das so in Super Mario Maker 2 funktioniert. Die neuen Sachen werden jetzt hier eingeweiht. Ich sehe es schon. 3D World und die Wüstensonne. Und beginnen wir erstmal mit den Ein-Ausschaltern. Der Ein-Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Naja, das ist mittlerweile schon geläufig, aber naja, redest du mal weiter. Drahtlose Datenübertragung, schwarze Magie. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Reich entlohnen mit 100 Münzen. Naja, Dr. Wunderlich. Schwierigkeitsgrad 1 von 4 Sternen. Das ist noch nicht sonderlich schwer. Aber gut, wir sind auch erst ganz am Anfang. Also starten wir das zweite Level im Abenteuermodus. Auf geht's! 5 Leben haben wir noch. Das dürfte reichen. Erster. So, testen wir mal die Ein-Ausschalter. On-Off. So schaut's aus. So funktioniert's. So wird's gemacht. Ja. Einmal wieder zurück. Einmal den An-Ausschalter betätigen. Und hops, weiter voran. An-Aus. Und weiter. An-Aus. Stampfattacke. Geht hier wohl nicht so gut. Gefangen. Der Kettenhund in der Box. Lassen wir ihn wieder frei. Zack. Weg mit denen. Und hops. Check the point. Haben wir schon das halbe Level geschafft. Ja. Okay, gibt es da unten was? Ja, da unten gibt es ein. Ah! Ein verschenktes Leben. Leben des Todes. Und ups! Ach, verdammt. Ich stell mich an. Na? Kommt. Kein Leben. Ja. Nicht womöglich nötig. Selbst verkackt. Yep. Stern. Okay. Ein kleiner Sternbonus, damit ich immer durch kann. Ja, das ist hilfreich. Au, Kacke. Hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. Ganz offensichtlich hätte ich da ein bisschen schneller sein müssen. So ungefähr. Ja, die Sprint-Taste. Muss man erstmal noch kennenlernen. So. Ja, gut. So nicht. Das läuft auf keinen grünen Zweig hinaus. Das wird nix. Durch. Und den Stern holen. Ohne Stern kommen wir da nicht durch. Ja, das dürfte doch kein Problem sein. So, hoch. Na komm, in der, hoch. Verschenkt nicht wertvolle Zeit. Hier wird gestresst. Und hoch. Ah,
Ah, verdammt. Das war noch zu langsam. Oh yeah. Nein. Hilfselemente. Muss nicht sein. Stell mich zwar ein bisschen blöder an. Ist bei mir genau das Gegenteil von Let's Play Markus Sonic Syndrom. Großer Let's Play Markus Fan. Ja, lassen wir das mal. Dafür bin ich zu inkompetent. Ich gebe meine Inkompetenz zu. Man kann es ja auch irgendwie nicht zeigen. Ja, Mario. In Super Mario war ich noch nie der größte Ass. Ja. Das kann ja lustig werden. Na komm, haben wir's. Sehr gut. First try im dritten Versuch. Oha. Schildkrötenpanik. Aha. Aha. So nicht. Joa, da verzweifelt er am zweiten Level. Das soll auch passieren. Nee, soll nicht passieren. Aber ist natürlich entsprechend lustig für euch. Ist auch eine ernste Unterhaltung, oder? Mich fehlen zu sehen. Das eine ist das. Mich fehlen zu sehen, wo wir gerade dabei sind. Das eine ist das bei Pro-Levels. Pro-Gamern, wenn man die sieht, wie die das können. Das andere ist das Fehlen sehen. Das Lustige. Ja, auch eine Art der Unterhaltung. Manchmal auf Kosten von mir. Ah, puh, das war knapp. So, jetzt wissen wir, was zu tun ist. Hops. Und hops. Ganz langsam. Und durch sind wir. Oha. Ja gut. Muss man schon minimalen Skill haben, um das zu schaffen. Ein klitzebisschen Skill bedarf es aber. Klitzebisschen. Ich kann nicht mehr reden. Klitzebisschen Skill braucht man schon. Ist es spät? Ich sollte meine Parts mal früher aufnehmen. Nicht so spät. Dann könnte ich auch in besseren Zuständen reden. Ja gut, willkommen 3D World. Schwierigkeit 1 von 4 Sternen. Das reicht scheinbar schon, um mich zu knacken. Nun gibt es 100 Münzen und die Beschreibung von Gärtnerin. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von nach oben auf meine Bäume klettern und das Ziel erreichen, auf die Piranha-Pflanze kann man ruhig drauf treten. Das ist Unkraut, Jüngelchen. Na dann, auf geht's in das erste 3D-Land-Level. 3D-World. Sorry. Das für die Wii U, nicht das für den 3DS. Die Biene. Ja, nee, ist klar. Das war beabsichtigt. Das sollte so sein. Das muss so. Das wollte ich. Ich wollte nach der. Ich wollte euch zeigen, wie man abkratzen kann. Ja. War alles beabsichtigt. Sind alles beabsichtigt. Alles Fails, die so sein sollen. Das ist alles gewollt.
Natürlich. Was auch sonst. So, auf die Bäume kraxeln. Oh, und da haben wir den Maus Mario. Den es nur in Super Mario 3D Land World und nicht in 3D Land gab. Jo, erste Erfahrungen mit Katzen Mario. So schaut's aus. Ja, ich kenne mich noch nicht damit aus. Ich bin da noch nicht so drin erfahren mit dem Style. Ich geb dem einfach mal die Schuld im Style. Tja, die Spielsteuerung ist schuld. Ich niemals. So, machen wir ein bisschen besser. Ja, machen wir ein bisschen besser. Das könnte auch das Motto hier sein. Ich mache mich hier zum Narren in den ersten Levels. Nein, Luigi, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich will das alleine schaffen. Auch wenn es manchmal ein bisschen blöder aussieht. Aber ich schaffe das schon. Irgendwann kriege ich es hin. Meistens beim dritten Versuch. Manchmal vielleicht auch schon früher. First try eben. Also hops. Ich hole mir die Katze. Ich mag Katzen. So, die Pflanze runtergeschubst. Das hätten wir uns holen können. Katzen Mario kann nicht klettern. Ja gut. Hol die Katze. Und hoch den Mast. Ja. Katzen Mario kann nämlich an der Zielflagge hochklettern. Und den Bonus der Zielflagge erreichen. Den Bonus holen. Miau. So, da hätten wir mal das Fundament erbaut. Da haben wir es noch nicht. Na, doch haben wir. Das Fundament hätten wir erreicht. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Fundament fertig. Na dann, dann ist ja das Fundament, dann ist ja 3% schon geschafft. Dann ist ja der Anfang schon gebaut, damit es weitergehen kann. Dann machen wir uns mal an den Bau des eigentlichen Schlosses. Womit sollen wir anfangen? Hauptgebäude, Ostflügel oder Westflügel? Dann fangen wir mal im Osten an. Au! Du, Mario, die Münzen reichen dafür nicht aus. Dann muss ich wohl noch ein paar Münzchen sammeln. Ich habe nämlich noch keine. Hol dir beim Vorarbeiter ein paar Aufträge ab und verdiene so viele Münzen wie möglich. Denk immer daran, dass es für einen guten Zweck ist. Ja, sicherlich. So, zwei neue Aufträge. So, schauen wir uns mal an. Da haben wir jetzt drei noch. Die unbarmherzige Wüstensonne. Schwierigkeitslevel 2 von 4. Wird schon ein bisschen schwieriger. Wagen wir uns dran. In der Wüste steht uns heute ein wolkenloser Himmel bevor. Es ist mit geradezu aggressivem Sonnenschein zu rechnen. Besucher sollten sich also mit einer dicken Sonnenschicht Sonnencreme. In einer dicken Sonnenschicht, ja, schützen. Oder alternativ einen Propellerpilz schnappen und mit R in höhere Sphären ausweichen. Meteorologen, Lohn 150. Na dann, wir brauchen das Geld, schnappen wir es uns. Let's go, ein Wüstenlevel, na super. Müssen lediglich der Sonne ausweichen. Na. Und wenn wir das mal schaffen. Hops. Ja, so schwer ist das gar nicht. Und das Geld, das brauchen wir natürlich dringend. Puh. Geh direkt in die Sonne gerast. Der Icarus. Mario entwickelt sich zu Icarus. Und rast direkt in die Sonne hinein.
Ja. Hup. Rechtzeitig ausgewichen. Na komm, das wäre doch gelacht. Wenn wir das nicht hinkriegen. Ein Propellerpilz. So geht es natürlich auch. Hops. Oha. Na, sehr gut. Müssen wir mal aufpassen. Hier gibt es Nachschub. Uha. Aber sind wir in den Abgrund gepropellert. Sehr gut, dass es hier den Propellerpilz gibt. Schaffe ich es vielleicht beim dritten Versuch. Die Möglichkeit besteht. Die Chance habe ich. Und hops, ausweichen. Münzen schnappen. Hui! Das war gerade so. Gumba. Oha. Der hat mir den Propellerpilz genommen. Den Schrubb-Schrubb. Ja. Früher in meiner Kindheit habe ich den immer Schrubb-Schrubb genannt. Das heißt früher. Naja. Später dann auch noch. Schrubb, Schrubb. Ja, so haben wir den immer genannt. So wie es klingt. Naja, ein bisschen anders klingt es dann doch. Aber ja, wie ein Kind halt sowas nennt. Na komm. Da können wir doch ausweichen. Gumba. Riesengumba. Kleine Gumbas. Pellerpilz. Eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ja, die 30er Münzen lassen wir mal da stehen. Und schon am Ziel. Das war ja eher mühsam. Naja. Ja, schlecht als recht. Im heutigen Part. Ein mühsamer Start. Ja, 400 haben wir dabei, können wir hier den Anfang schon beginnen. Können wir den Ostflügel anfangen zu bauen. Auf geht's, ab in den Osten. Dann fangt mal an. So, da wird der Anfang des Ostflügels errichtet. Das Erdgeschoss. Die Bauarbeiten am EG des Ostflügels haben begonnen. Der blaue Tod hat dort das Sagen. Erfülle du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran. Dann sollte es uns nicht scheitern. Na dann, ich würde aber erstmal sagen, deutlich nach oben sollte euch dieser erste Part von Super Mario Maker 2 mit den Zwang fast irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und mehr davon sehen wollt. Ciao, ciao!